Heute wieder am Stand. Und was mir gleich als erstes auffällt, keine Wasserholerin da. Nirgends, wo Wasser ist. Am Moos. Da hinten ist noch so eine Pfütze. Das heißt, es kommt genug Nektar rein. Da können Sie Ihren Wasserbedarf drüber decken. Und es ist schon ganz schön Flugbetrieb. Und ich habe ja im Community-Tab habe ich ein Bild gepostet von der Stockwaage 1, das ist die hier die rechte, was da reingekommen ist. Gut, das passt jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, wie genau die geht, aber ich sage mal auf 100 Gramm plus minus, sagen wir plus minus 200 Gramm ist immer noch genug. Hier fliegen sie auch alle ganz ordentlich. Und was ich heute vorhabe, ist, ich werde den einen, der noch keinen Honigraum hat, der da, der kriegt wahrscheinlich heute den Honigraum. Dann gucke ich mal, wie die Honigräume schon angenommen sind. Und dann möchte ich in den Top-Behives, habe ich ja die Schiede drin, die quetschen mir die Bienen immer oben, weil ich sie da bis zum Deckbrettchen habe stehen lassen. Da säge ich ein Stück ab. Mache seitlich so Plastikhalter, die ich mir ausgedruckt habe. Das sind einfach nur so Quader. Die schraube ich denn da dran? Weil da ist immer Bienengequetsche angesagt. Das ist nicht schön. Und hier fächeln sie auch wie verrückt. Die Feuchtigkeit aus dem Stock, damit ich Honig bekomme. Und wie das duftet, das ist echt irre. So sieht er jetzt aus. Da hatte ich ja hier unten. So sieht das Volk jetzt aus. So, hier hat ja hier unten drei Brutwaben dazugehangen aus meinem Einzeiger zum Verstärken. Und jetzt haben wir hier schon Spielnäpfchen. Wo hoffentlich noch nichts drin ist. Und das jetzt. Baurahmen haben sie zaghaft angefangen. Aber ich werde jetzt trotzdem den Honigraum geben. So, jetzt schaue ich mal ans Volk 3 Honigraum. Ich habe noch keinen Rauch gegeben. Die haben letzte Woche den Honigraum bekommen. Und da waren in der Mitte zwei Mittelwände. Der Rest war Leerrähmchen, also ausgebaute Honigraumwaben. Und hier kann man sehen, dass die die schon gut ausgebaut haben. Oder man sieht es auch nicht, aber ich ziehe die jetzt nicht raus. Ich will nur noch mal unten in den Brutraum gucken. Und dann will ich endlich mal den Fühler wieder reinmachen. Den vergesse ich die ganze Zeit schon. So schaut's aus. Und hier sehe ich noch keine Spielnäpfchen. Naja, muss mal ein bisschen Rauch reinmachen. Sieht gut aus. Soll ja noch ein paar Tage so warm bleiben, da kommt bestimmt noch was rein. Ja. Das ist die Nummer 2. Die hatten ja auch schon den Honigraum. Jo, die zwei Mittelbänder sind auch schon gut ausgebaut.
und angenommen Sau. Hier dein Volk Nummer 1. Das hat schön Propolis gesammelt hier im Gitter. Das werde ich dann irgendwann mal einfrieren und rausbröseln. So, die Nummer 1 hat sich gut gemacht, hier der obere Brutraum. Ach, vielleicht hat es der ein oder andere schon bemerkt. Ich bin wieder zweiräumig unterwegs. Nicht mehr einräumiger Brutraum, sondern zweiräumiger. Ja, das ist Volk Nummer 1 ist auch wieder ganz gut unterwegs und der obere Brutraum ist ziemlich schwer, da scheinen sie schon ordentlich was eingetragen zu haben. Hoffentlich schleppen sie das noch alles in den Brutraum, in den Honigraum nach oben. Wir haben auch Spielnäpfchen und ich mache die jetzt nicht weg, weil wenn jetzt die Königin Lust hat, eine Weisezelle, also eine Nachschaffungszelle oder so ein, wie sagt man dazu, angeblasenes Ding hier zu bestiften und ich mache die jetzt weg und die findet keine, dann macht die vielleicht einen Stift irgendwo anders hin, den ich nicht sehe beim Kippen. Deswegen lasse ich die immer stehen, damit sie gleich welche hat, die ich dann nächstes Mal sofort sehe. Das ist meine Idee dahinter. Gut. So, jetzt habe ich alle meine, also die Wirtschaftsvölker in den normalen Zanderbeuten durchgeschaut. Und es geht 1:0. Also es ist meine erste Schwarmkontrolle, die ich heute gemacht habe, mit der 95%ig zuverlässigen Kippkontrolle. Und bis jetzt 1:0 für zweiräumig von der Zeit her. Wie gesagt, dieses Jahr wieder zweiräumig unterwegs. Mal sehen, wie viele Schwärme in mir abgehen. So, und das, was ich vorhin erklärt habe hier, mit meinen Schienen in den Topper-Hives. Gleich mal vorneweg, hier USB ist nicht zu empfehlen für so Sachen. Das quillt auf. Jetzt vielleicht nicht mehr so, weil es da eine Propolis-Schicht drüber ist. Aber ich kann es nicht empfehlen. Ich habe es nur genommen, weil es halt da war. Ja. Und wie gesagt, hier, da liegen die. Gut, bei dem ist jetzt hier so ein Ausschnitt, der ist bei den anderen nicht. Die gehen gerade durch. Und da werde ich jetzt hier den B-Space abschneiden. Und hier hinten, weil da die Auflage dann zu gering, also es könnte sein, dass es bricht, habe ich so Dinger. Wo habe ich sie denn? Hier. Da habe ich mir so Auflageohren, wie man es auch nennen will, gedruckt. Und die schraube ich dann hier seitlich dran. Zeige ich dann, wenn ich es fertig habe. Das erste Sheet habe ich fertig, so sieht das dann aus. Abgeschnitten, draufgeschraubt. Dann kann man es einhängen. Und jetzt quetschen wir keine Biene mehr. Jetzt habe ich da Luft dazwischen. So, hier sieht man das, was ich vermeiden will. Da wird alles schön verpropolisiert. Und da kommt halt das Brettchen drauf und dann quetscht das die Bienen. Oder hier sind eine Reihe Bienen drin, weil sie da reingekappelt sind und nicht mehr rauskommen. Hatte ich auch schon. Hauptsächlich Drohnen waren das damals. Das kommt jetzt raus. Noch ein kleiner Tipp das von mir. Wer mit Scalvini behandelt, ich lasse den Käfig jetzt immer drin, damit er den Stockgeruch behält und nicht als Fremdkörper wirkt. Und schaden kann es nicht, sage ich mal so. Jetzt habe ich im Topper-Hive auch die Seitenteile montiert. Und wie gesagt, das Sheet. Hier habe ich noch ein paar, die werde ich jetzt noch hinten im Honigraum verteilen. Und dann haben wir das auch erledigt. Ich mache gerade hier beim Topper-Hive die Seitenteile dran. Da ist mir hier eine Drohne aufgefallen, die hat einen Varroa-Schaden. Wo ist er denn? Da. Verkrüppelte Flügel.
Jetzt habe ich auch das zweite Top-Bike mit den Abstandshaltern da bestückt und habe festgestellt, dass noch jede Menge Futter, also in dem Fall ist es ja Honig, drin ist. Das Problem, was heißt Problem? Also den Fall hatte ich noch nicht. Da sind bestimmt 6 volle warm Winterfutter, also Honig vom letzten Jahr drin. Da muss ich mir überlegen, was ich damit mache. Ich muss es ausschneiden, raus muss es auf jeden Fall, sonst haben sie gar keinen Platz für den neuen. Vielleicht lagere ich das jetzt zwischen und fütter es dann im Herbst wieder ein. Keine Ahnung, wie ich das mache. Das Problem hatte ich noch nicht. So, jetzt bin ich soweit fertig, wie gesagt. Und jetzt gucke ich nur noch mal kurz hier in den Einzager. Da hatte ich ja die drei Mittelwände eingehangen als Ersatz für die drei Brutwaben, die ich rausgenommen habe. Ja, und dann bin ich fertig. Dann wünsche ich allen eine gute Honigernte, wenn es soweit ist. Und danke fürs Schauen. Abonnieren nicht vergessen und hier den Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Könnt auch Fragen stellen und Kommentare schreiben. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.